Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vorlesung in der Vorlesungsreihe der Biodiversität. Wir haben uns das letzte Mal ja die Wollbeutelrattenartigen angeschaut und haben gesagt, dass die drei Arten innerhalb der Gattung der Wollbeutelratten eine eigene Vorlesung verdienen, da sie vom Umfang her größer sind, weil halt mehr über sie bekannt ist. Und das machen wir jetzt hier in dieser Vorlesung Nummer 33. Viel Spaß dabei! Fangen wir an mit der ersten Art der Derby-Wollbeutelratte Calomys derbianus. Die wird aufgrund ihres Verbreitungsgebietes, also hauptsächlich Mittelamerika, wie man hier auf der Karte sieht, auch mittelamerikanische Wollbeutelratte genannt. Und sie ist eine Art der Gattung der Wollbeutelratten Calomys. Den Namen hat das Tier zu Ehren des Naturhistorikers Edward Smith Stanley, 13. Earl of Derby, erhalten, der halt vieles in dem Bereich finanziert hat, auch selbst interessiert darin war und gearbeitet hat, hat allerdings noch viele andere Sachen auch gemacht, aber für sein Tun als Naturhistoriker hat man ihn zu Ehren das Tier benannt. Sie kommen häufig in den Wäldern von Südmexiko bis West-Ecuador und Kolumbien vor, weshalb die Art als am wenigsten bedenklich eingestuft wird. Die Derby-Wollbeutelratten sind nachtaktive, baumbewohnende, gute Kletterer, welche einzelgängerisch leben. Ja, den Tag verbringen sie in Nestern, die sie sich selbst aus Blättern gebaut haben. Die bauen sie dann in der Regel in Baumhöhlen oder in Hohlräumen von Bäumen und verbringen da schlafend den Tag. Es handelt sich um Allesfresser, also Omnivoren, welche sich von Früchten, Nektar, Insekten und kleinen Wirbeltieren ernähren. Und wie die meisten Wollbeutelratten ist es nicht territorial, kann aber, wenn es sich gestört fühlt, zubeißen. Das gilt aber eigentlich auch grundsätzlich so für alle. Es werden 7 Unterarten unterschieden. Wichtiger Hinweis aber dabei, ob das wirklich zutreffend ist oder ob das alles dieselbe Art ist mit geografischen Anpassungen oder ob die nochmal einzelne Arten werden, lässt sich jetzt nicht sagen. Momentan werden sie nur nach Verbreitungsgebiet unterschieden, was natürlich ein ganz schlechtes Abgrenzungskriterium ist und an sich zweifelhaft ist. Aber bisher haben wir da Calomys derbianus derbianus, kommt in Panama, Kolumbien und Ecuador westlich der Anden vor. Calomys derbianus aztecus, südliches karibisches Mexiko. Calomys derbianus canutus, karibische Seite von Nicaragua und Costa Rica. Calomys derbianus centralis, ein kleines Gebiet an der karibischen Seite von Costa Rica und Panama. 5. Calomys derbianus fervidus, die karibische Seite von Guatemala und Honduras. 6. Calomys derbianus nauticus, die Insel Gobernadora vor der Pazifikküste Panamas. Und last but not least, 7. Calomys derbianus pallidus, die pazifische Seite von Nicaragua und Costa Rica ist der ihr Vorkommensgebiet. Wichtig sind ja auch immer die Merkmale, deswegen jetzt beim Körperbau. Die Ohren sind bis zu 4 cm lang und weiß bis rosa gefärbt, das kann man hier mit dem Rosa sehr gut sehen. Die Pfoten sind bis zu 3,5 cm lang und hell gefärbt. Die Vorderpfoten haben je 5, die Hinterpfoten je 2 Krallen. Und jetzt kommt ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, die Fellfarbe und der Schwanz sind eigentlich immer sehr gut für die Unterscheidung geeignet. Und hier in dem Fall sind die hinteren 50-60% des Kreisschwanzes nackt und die vorderen 50-40% sind hellbraun behaart. Das Fell der Oberseite ist rötlich-braun. Und das Fell der Unterseite weiß, golden oder braun, das variiert halt ein bisschen je nach Region. Zur Fortpflanzung lässt sich sagen, dass Derby-Wollbeutelratten mit 7 bis 9 Monaten geschlechtsreif werden. Der Geschlechts- bzw. Brunstzyklus der Weibchen beträgt 28 Tage und ist damit jenen der Menschen zeitlich sehr ähnlich, das was wir als Regel oder Menstruation bei Menschen bezeichnen. Die Wurfgröße beträgt 1 bis 6 Jungtiere. Ja, von den groben Merkmalen 400 Gramm als Gewicht bei einem Höchstlebensalter von 6 Jahren und einer Körpergröße von bis zu 70 cm. 2. Die rote Wollbeutelratte, Calomys lanatus. Ja, ist halt auch eine Gattung der Wollbeutelratten, Calomys.
und hat ihre Bezeichnung aufgrund des roten Rückenfells erhalten. Jetzt könnte man sagen, ja Moment, wir haben gerade die Derby-Wollbeutelratte, die hast du auch gesagt, die ist rot irgendwie. Ja, aber ihr werdet gleich sehen, das geht um ein paar besonders auffällige rote Flecken. Sie kommen häufig in den Wäldern östlich der Anden vor. Das ist ein ziemlich großes Gebiet. Das ist Bolivien, Zentralkolumbien, Ostecuador, Peru, Venezuela, Argentinien, Brasilien, Südparaguay und sogar in den dichten Wäldern des Pantanals. Das ist ein sumpfartiges bis bewaldetes, ja, riesengroßes Öko-Naturgebiet, was auch sehr, sehr dichte Vegetation hat. Steht, wenn ich mich nicht täusche, auch unter den UNESCO-Naturschutz und gilt als Naturwunder. Aufgrund der weiten Verbreitung der roten Wollbeutelratte wird diese als am wenigsten bedenklich eingestuft. Sie leben einzelgängerisch auf Bäumen und sind nachtaktiv. Sie sind, wie eigentlich alle Vertreter, Omnivoren, also Allesfresser, und ernähren sich von Früchten, Nektar, kleinen Wirbellosen und Wirbeltieren. Man unterscheidet auch hier vier Unterarten, allerdings wieder der Hinweis, das ist geografisch bedingt und damit zweifelhaft. Wir haben hier Caloromys lanatus sicor, kommt im Nordosten von Kolumbien und Nordwesten von Venezuela vor. Caloromys lanatus, kommt im östlichen Paraguay, südlichen Brasilien und in der argentinischen Provinz Misiones vor. Dann haben wir Caloromys lanatus ocropus, kommt im südlichen Venezuela und westlichen Brasilien vor. Und Caloromys lanatus ornatus, die im südlichen Kolumbien sowie im Ostandin Ecuador, Peru und Bolivien vorkommt. Also Ostandin heißt östlich der Anden, falls man das nicht weiß. Wollte ich das nochmal so ein bisschen dazu sagen. Ja, hier im Bild seht ihr auch schon, was ich vorhin gesagt habe, diese auffälligen roten Flecken. Das ist so ein sehr markantes Merkmal neben dem Schwanz. Aber wir fangen erstmal an mit den Ohren. Die werden bis zu 4 cm groß, sind haarlos und braun, oft mit einem leichten rosa Stich. Und ihr seht, wenn ihr jetzt mal auf das Bild schaut, das mit der Derby vergleicht. Die Derby, die hat halt wirklich ein sehr intensives rosa-rot bei den Ohren, während es hier nicht so intensiv ist. Zweitens, die Hinterpfoten sind rot bis braun gefärbt und werden bis zu 5 cm lang. Drittens, das Fell auf dem Rücken, das ist die Dorsalseite. Die Seiten wären laterale Seiten und der Bauch ist die Ventralseite. Aber auf dem Rücken ist braun oder grau bis rot, seht ihr ja, während jenes auf der Bauchseite gelb bis orange ist. Eine Besonderheit, welche es optisch halt einfach macht, um es zu unterscheiden von anderen Vertretern, besteht darin, dass das Fell an den Ansätzen der Gliedmaßen, an den Schultern sowie am Scheitel immer rot gefärbt ist, unabhängig von der sonstigen Grundfarbe. Und gerade bei dem Grauen hier lässt sich das, denke ich, ganz gut erkennen. Das Fell um den Augen herum hebt sich durch schwach orangefarbene Ringe auf dem sonst grau-weißen Gesicht hervor. Und ein dunkler Streifen verläuft über die Nase und zwischen den Augen bis zur Rückseite der Ohren. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal stellt der Schwanz dar. Der ist bis zu 50 bis 70% von der Basis braun-grau-rot behaart und wird zur Spitze hin weniger buschig. Ist nebenbei schon mal vorweggegriffen ein sehr gutes Unterscheidungsmerkmal zu unseren gelben Vertreter, den wir dann gleich haben werden. Okay, aber erstmal achtens. Die unbehaarten hinteren 30 bis 50% des Schwanzes sind weiß mit gelbem Schimmer und braunen Flecken. Und der Blind- und der Enddarm, also Cecum, sind verlängert, was auf eine vorrangig pflanzliche, also herbivore Ernährung hindeutet, weil halt die Resorption und Verdauung von pflanzlichem Material biologisch gesehen halt aufwendiger ist aus, auf biochemischer Seite, und da ist halt ein Lenkerdarm vorteilhaft. Zur Fortpflanzung lässt sich sagen, dass sich der Beutel der roten Wollbeutelratten erst mit dem Beginn der Schwangerschaft entwickelt, und das ist jetzt ein sehr schweres Merkmal, muss ich sagen. Er öffnet sich halt weniger an der Mittellinie, wie bei das andere Arten der Fall ist, als direkt nach vorne. Und direkt nach vorne ist sowieso für nicht aufrecht gehende Arten eher eine seltene Sache. Der Geschlechts- bzw. Brunstzyklus der Weibchen beträgt 27 Tage und ist damit dem der Menschen zeitlich sehr ähnlich. Und die Wurfgröße beträgt 1 bis 4 Jungtiere, was für Wollbeutelratten jetzt auch nicht besonders viel ist. Ja, Körpergewicht 520 Gramm wurde bisher als Maximum gewogen, Höchstalter ist unbekannt. Und werden mit
77 cm, ein kleines bisschen größer als die Derby-Wollbeutelratten. Damit kommen wir zur gelben Wollbeutelratte, Caloromys philander, die ich vorhin schon angesprochen habe, beim Thema Schwanz als Abgrenzungskriterium. Die wird nämlich auch sehr gerne Nackt-Wollbeutelratte genannt oder Nackt-Schwanz-Wollbeutelratte, einfach weil der Schwanz kaum behaart ist. Das ist ein gutes Unterscheidungsmerkmal. Aber die offizielle Bezeichnung ist gelbe Wollbeutelratte und die hat sie aufgrund der meist gelblichen Rückenfellfärbung bekommen. Sie kommen häufig, das heißt bis zu 200 Stück pro Quadratkilometer, in subtropischen Wäldern, Regenwäldern, Sekundärwäldern und Plantagen von Nordvenezuela nach Ost bis Nordost und Südzentral Brasilien inklusive Guyana, Französisch-Guayana, die Inseln Margarita, Trinidad und Suriname vor. Sind sehr gut erforscht, eigentlich glaube ich, behaupte sogar mal, von den südamerikanischen Beutelratten wahrscheinlich am besten erforschteste Wesen, was es gibt. Okay, aufgrund der weiten Verbreitung der gelben Wollbeutelratte ist die natürlich als am wenigsten bedenklich, least concern, eingestuft. Sie leben einzelgängerisch wie die meisten Vertreter auf Bäumen, also arboreal, und sind nachtaktiv. Den Tag verbringen sie schlafen in Nestern aus Laub, welches sie in Baumhöhen ab 10 Meter Höhe anlegen. Ein Exemplar kann Territorium von bis zu 8,9 Hektar beanspruchen. Hier verbal ein wichtiger Hinweis dazu: Das variiert von Literatur zu Literatur extremst. Manche sprechen gerade nur von 1 Hektar als höchstes. Und wie gesagt, das höchste, was ich gefunden habe, ist 8,9. Ich kann euch tatsächlich nicht sagen, wer hier recht hat. Die Quellen sind an sich alle relativ gut gewesen und ja, man konnte jetzt nicht auf Anhieb erkennen, woher eventuell ein Fehler stammen könnte. Wie ich bei der letzten Vorlesung gesagt habe, gab es auch ein paar Quellen, die bei einem Gewicht auf einmal von 52 Gramm sprachen, während andere immer was um die 520 rund herum hatten. Da vermute ich einfach ein Copy-Paste-Fehler, dass jemand mal eine Null vergessen hat und das relativ ungeprüft übernommen wurde. Aber hier kann ich das bei dem Territorium tatsächlich nicht sagen. Ich habe jetzt einfach mal das als höchstes genommen. Ja, was bedeutet das? Wenn natürlich einer das Territorium eines anderen betritt, dann kommt es zu territorialen Streitigkeiten. Und daraufhin folgen bei den gelben Wollbeutelratten agonistische Maßnahmen, sprich kämpferische Aktionen, die allerdings nicht extremst sind, sondern es hauptsächlich Zischen, Grunzen und Notrufe, die dann durch den Wald hallen. Man unterscheidet hier vier Unterarten. Ich habe gelesen, es soll geringfügige Abgrenzungskriterien geben, die wurden aber nie so wirklich herausgearbeitet. Aber wahrscheinlich ist auch die Geografie hier wieder das Maßgeblichste gewesen. Wir haben Caloromys, Philander, Philander, das in Venezuela südlich des Orinoco, in den drei Guayanas und im Norden Brasiliens östlich des Rio Negro vorkommen soll. Caloromys philander affinis, zentrales und westliches Brasilien, Mato Grosso und angrenzende Gebiete Boliviens. Caloromys philander dicurus, östliches und südöstliches Brasilien. Und Caloromys philander trinitatis, Venezuela, nordöstlich des Orinoco und Trinidad. Ja, wovon ernähren sich die gelben Wollbeutelratten? Da wird unterschieden. Wahrscheinlich wird das, muss ich dazu sagen, bei den meisten so sein, aber die anderen sind ja nicht so gut dokumentiert, aber ich vermute, es wird ähnlich sein. Während der Regenzeit, wo natürlich es haufenweise Nahrung im Überschuss gibt, da ernähren sie sich von Früchten, bei denen hauptsächlich der Palmgattung Astrozarium, von Ameisenbäumen Cecropia, Feigen, die Ficus genannt werden, Früchte der Mimosengewächsgattung Inga und Früchte der Passionsblume Passiflora. Aber es gibt halt auch die Trockenzeit. Und da kommen natürlich weniger Früchte vor. Das bedeutet, wenn man nicht lange auf Nahrungssuche sein möchte oder nicht Vorräte angelegt hat, was klimatisch bei den Bedingungen auch gar nicht so einfach wäre, wird die Ernährung umgestellt. Und in dem Fall hier werden vermehrt wirbellose Käfer, Hautflügler, Spinnentiere, Heuschrecken, Schmetterlinge, Schnabelkerfen und Zweiflügler verspeist. Also so alles ein bisschen, ich sag mal, insektenartige Flieger. Spinnen natürlich sind wirbellos, klar, keine Insekten, aber trotzdem. Ja, des Weiteren werden auch Blüten, Nektar und Baumsäfte verzehrt durchs ganze Jahr.
Und dadurch sind die Wollbeutelratten natürlich Allesfresser, Omnivoren. Ja, zum Körperbau kann man sagen, dass an dem Ansatz der hellbraunen Ohren der gelben Wollbeutelratten das Fell gelblich ist, lässt sich hier nur schwer erkennen. Die Pfoten sind hellgrau bis weiß und unbehaart. Die Augen sind braun mit einer runden schwarzen Pupille, das lässt sich hier im Bild gut erkennen. Um die Augen herum befindet sich ein brauner Streifen. Und der Kopf ist grau mit einem dunkelgrauen Streifen auf der Schnauze. Ja, das Grau kann man hier nicht gut sehen. Fellfärbung variiert halt auch immer und es kommt auch darauf an. In der Regel sind Jungtiere bei den meisten Arten eher grau und erst im adulten Stadium nimmt es dann die entsprechende Fellfärbung an, wie wir sie jetzt hier beschreiben. Aber der dunkelgraue Streifen ist gut erkennbar. Das Fell der gelben Wollbeutelratten ist auf dem Rücken und an der Seite sehr vielfältig gefärbt. Es kann von grau über braun bis rot oder gelblich erscheinen, was den Namen gelbe Wollbeutelratte natürlich ein bisschen obsolet macht. Das Fell auf der Unterseite ist hellorange. Wichtigstes Unterscheidungsmerkmal ist der Schwanz, denn der ist maximal zu 20% behaart und die anderen sind halt immer mehr als 50% oder mindestens 50% behaart und das lässt sich gut erkennen. Sieht man hier im Bild auch, dass der Schwanz sehr nackt wirkt. Die restlichen 80% sind halt unbehaart und braun, manchmal mit hellen Flecken. Das Gelb kann man hier im Bild nochmal gut sehen, wenn es denn halt zutreffend ist. Aber damit sind wir beim Thema Fortpflanzung und die gelben Wollbeutelratten, Calochomys philander, verfügen über keinen Beutel, nur über tiefe Hautfalten, die kurz vor der Geburt größer werden, was auch ein gutes Unterscheidungsmerkmal darstellt. Die Weibchen verfügen über 7 Zitzen, 3 links, 1 mittig, 3 rechts, was natürlich bedeutet, dass sie bis zu 7 Jungtiere haben können. 2 ist die minimale Anzahl, die man bisher gefunden hat, und die Tragzeit beträgt 21 Tage. Die Jungtiere saugen sich nach der Geburt 75 bis 80 Tage an den Zitzen der Mutter fest. Ab da sind die Jungtiere nicht mehr an den Zitzen festgesaugt. Das heißt, das Muttertier kann sich dann auch ohne die Jungtiere an den Zitzen bewegen, aber wenn sie natürlich dann ins Nest zurückkehrt, wird der Saugprozess fortgesetzt und zwar noch ungefähr 35 bis 45 Tage. Ja, ansonsten sind sie ein bisschen kleiner, wiegen nur 390 Gramm. Das Höchstalter ist erstaunlicherweise nicht bekannt, obwohl sie besser erforscht sind. Vermutlich wird es aber so 5 bis 6 Jahre sein. Und die Körpergröße ist 68 cm. Und damit haben wir die Wollbeutelratten mit all ihren 3 Arten erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, wir gehen nachher wieder in die höheren Gruppen rein. Bei den Beutelratten dürfte es noch ein paar Sachen geben. Und später dann kommen wir wieder zurück zu anderen Beuteltieren, ehe wir dann irgendwann wieder die Wildtiere an sich behandeln. Das ist allerdings noch ein ganzes Stück, da werden noch einige Vorlesungen vorkommen. Und bis dahin sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich über ein Like freuen. Netter Kommentar ist natürlich auch immer eine schöne Sache. Wenn ihr Kritik habt, was ich besser machen kann, wenn es konstruktiv ist, bitte ich auch darum. Dann werde ich natürlich versuchen, mich ein bisschen daran zu orientieren. Ihr könnt natürlich aber auch sagen, alles super, Dankeschön, freue ich mich auch sehr. Und mit diesen Worten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss.